auf internationaler Ebene zu bewähren. Das Spiel gegen den rumänischen Club Petrolul Ploiești übertragen wir ab 20.15 Uhr in ORF 1. Mit den letzten Neuigkeiten meldet sich nun Peter Elstner aus dem Hanapi-Stadion. Ich melde mich hier aus dem Hanapi-Stadion, trotz des heftigen Regens, herrliche Stimmung hier bei den Fans, bei mir Trainer Ernst Dokupil, seine Mannschaft, ja vielleicht die letzte Hoffnung Österreichs im Europapokal, dem Pokalsiegerbewerb. Ernst, Mandreko verletzt, Kübauer gesperrt, ist Ihre Wahl für die Aufstellung schon getroffen? Ja, die ist schon getroffen. Wir spielen mit Konzel im Tor, mit Ivanov als Libero, spielen mit einem Vorstopper heute, mit Peter Schöttl, sowie Schöttl und Gucki. Die anderen sollen marschieren und sollen schauen, Tore zu erzielen. Nachdem der Eishockey... Österreichs letzte Europacup-Hoffnungen ruhen auf Rapid. Die Damen und Herren, ich melde mich hier aus dem Hanapi-Stadion vorm ersten Spiel im Pokalsiegerbewerb zwischen Rapid Wien und Petrolul Ploiești, und neben mir ein Mann, der leider gesperrt ist, auch Spielmacher im Team, Didi Kübauer. Wie schaut es denn aus? Zuletzt in der Kabine hat der Ernst Dokupil, der Trainer, noch Informationen über den Gegner bekommen. Ja, das ist richtig, aber man weiß ganz genau, die Rumänen sind sicher keine schlechte Mannschaft, aber ich glaube, ich habe das deutlich gesehen, dass jeder hochmotiviert ist und jeder weiß, wir waren jetzt 3 Jahre weg von der internationalen Fußballbühne, und ich glaube, wie gesagt, da muss man heute einfach gewinnen. Eine wichtige Frage gibt es nebenbei noch, wer wird heute das Leiberl mit der Nummer 10, also das Leiberl von Ihnen, tragen? Ja gut, das ist Dr. Zogi Barisic, aber das ist ganz egal. Wenn ich mal ein Tor oder zwei oder gar drei mache, glaube ich, bin ich hochzufrieden mit ihm. Gut, dann hoffen wir, dass Sie in der Pause wieder bei uns sind. Und nun gebe ich gleich hinauf zu meinem Kollegen Hans Huber, der das Spiel kommentieren wird. Ja, und dieses Spiel bedeutet auch gleichzeitig die letzte Chance Österreichs auf der europäischen Fußballbühne, wahrscheinlich zumindest, denn die Ausgangsposition der Austria ist ja nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Dynamo Minsk nicht die beste im UEFA-Pokal. Heute ist es der Europacup, der Pokalsieger, in dem Rapid zum ersten Mal nach 3 Jahren also wieder die europäische Fußballbühne betritt, gegen Petrolul Ploiești. Eine rumänische Mannschaft, die international noch nicht allzu oft in Erscheinung hat, im definitiven Comeback von Rapid im internationalen Fußball geschehen hat. Mit dem rumänischen Fußball hat der Österreichische ja zuletzt einige Erfahrungen gemacht. Casino Salzburg ist in der Qualifikation der Champions League an Steaua Bukarest gescheitert. Und hier eine Choreografie der Rapid-Fans, die die Rückkehr auf die internationale Fußballbühne, in die EU sozusagen, zeigt. Eine sehr hübsche Idee der Rapid-Fans, mit sehr viel Liebe gestaltet. Das muss man sagen, das sind Aktionen, die wir von den Fans sehen wollen, die absolut positiv sind. Schiedsrichter der Begegnung kommt aus Zypern, Loisos Loisou. Michael Konzel, der Torhüter, der vor etwas mehr als einer Woche jetzt so großartig gespielt hat gegen Irland, und jetzt hier die Rapid-Mannschaft, wie gesagt, ohne Kübauer, der noch immer gesperrt ist für ein Vergehen, das vor 4 Jahren passiert ist, also geradezu unglaublich, im UEFA-Pokal für Admira Wacker war das damals gegen Bologna. Da wurde er für 3 Spiele gesperrt, 2 hat er bei Rapid schon abgesessen gegen Dynamo Kiew. Und eines blieb also noch über, und das muss er jetzt sozusagen stehen. Eigentlich unglaublich, dass eine Sperre so lange aufrecht bleibt. Hier der Schiedsrichter, 2-mal war er bei österreichischen Mannschaften im Einsatz. Einmal gegen die Färöerinseln beim 3:0 Heimsieg, nämlich nicht bei der berühmten Auswärtsniederlage. Und dann noch bei Salzburg gegen Antwerpen. Hier die Aufstellung. Nicht leicht, der Ball unter Kontrolle zu bekommen. Bei Stumpf, völlig frei gewesen, und setzt den Ball an die Stange. In der Abwehr, da haben die Rumänen bisher große Schwächen. Schon die 2. Möglichkeit nach einer sogenannten Standardsituation für die Hütteldörfer, und Rapid
hat diese Szenen im Training immer wieder geübt. Bisschen zu ungenau. Dreifacher Torschütze und umjubelt. Gut gemacht, Herr Raff, ein exzellenter Kopfballspieler. Aber in dieser Situation trifft er nicht. Bei so vielen schönen. Rapid-Anhang vielleicht nicht vollzählig, aber doch in einem hohen Maß heute hier vertreten. Ein Europacup-Spiel seiner Karriere überhaupt wollte er das hier besonders schön machen. Und das ist daneben. Die rumänische Abwehr völlig überrascht und versucht den Ball ins lange Eck zu drehen. Es ist eher mit dem Kopf nach unten gegangen. Dort nämlich Zoran Barisic. Die Rapidler jetzt nicht mehr als Rotschüchen, sondern mit schwarzen Schuhen verdient. Besonders wichtig, den Ball so unter Kontrolle zu bekommen. Barisic, Zoran Barisic bringt Rapid mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit, in der ersten Hälfte. Jetzt ist dieses Tor für Rapid gefallen. Eckball, Stöger. Wieder eine Unsicherheit in der Abwehr. Und dann Barisic per Kopf. 1:0. Und dieses Tor ist geradezu symbolträchtig bisher für dieses Match. Denn die Chancen von Rapid, die entstanden fast alle aus Eckbällen oder Freistoßen. Die Unsicherheit der Abwehr der Rumänen, gerade bei solchen Szenen, die waren augenscheinlich. Rapid hat sie ausgenutzt durch dieses Tor von Zoran Barisic. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte geht Rapid also gegen Petrolul Ploiești mit 1:0 in Führung. Stimmung steigt wieder auf den Rängen. Und mein Kollege Peter Elstner hat schon einen Interviewpartner. Ganz gut. So. Zoran Barisic, ein Tor in der letzten Minute eigentlich in der Überspielzeit der ersten Hälfte. Wie viel bedeutet das jetzt? Ja, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen können und dass es ein bisschen besser wird. Wichtig wäre jetzt ein schnelles zweites Tor, um euch Ruhe zu geben, auch für die nächsten 45 Minuten. Ja, sowieso. Zweites Tor ist immer gut. Ne? 2:0 ist immer besser als 1:0. So, und wir gehen jetzt einmal zu unserem Monitor hinüber. Ich habe den Didi Kübauer bei mir. Didi, wenn Sie uns kurz einmal beim Gehen sagen, Ihr Eindruck bis jetzt von dem Spiel, wir gehen nur zu unserem Monitor, um dann einige Szenen zu beobachten. Man sieht, dass wir wirklich deutlich überlegen sind. Ich glaube, das Einzige, glaube ich, ist zur Zeit noch ein bisschen zu wenig, aber ich glaube, dass wir in der zweiten sicher noch ein zweites oder ein drittes Tor machen sogar. So, ich frage jetzt unseren Regisseur Fritz Melcher. Didi, kommen Sie darüber, ob wir was eingespielt bekommen? Hallo Fritz, kriegen wir? So, wir sehen also da auf unserem Monitor noch eigentlich sehr wenig. Das jetzt auf einmal sehen wir, ja genau, das ist das Tor von Barisic aus einem Getümmel. Didi, wie haben Sie das gesehen? Eckball von Stöger? Eckball Stöger, klar, ja. Dann, ich glaube, der Tormann ist sie verflogen bei der Flanke, man sieht es ganz deutlich. Und der Zocker steht hinten und hat ihm einfach eine. Wenn Sie jetzt noch das Match skizzieren, Didi, die ersten 45 Minuten, ich glaube, es war schade, dass der Christian Stumpf an meinen Ball
an die Stange gesetzt hat. Es ist so, ich glaube, wenn der Christen das Tor gemacht hätte, war sicher anders verlaufen, das Spiel. Dann würde man, wie gesagt, jetzt nicht anzuführen, würde man wahrscheinlich jetzt 2 oder 3 schon führen. Ein zweites Tor wäre gerade wichtig. Trotzdem muss man auf die Sicherheit bedacht sein, um kein Auswärtstor einzubremsen. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind so stark, dass wir glaube ich, das wegstecken würden. Aber ich glaube, ja. Rennt es an und für sich, eh gut. Ja, ich meine, wir sind wahrscheinlich, also das Problem ist halt das, dass wir zu wenig in die Spitze gehen. Also der Herer fand sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr in die Spitze gehen, auch der Stefan spielt für meine Begriffe, spielt immer noch zu wenig, aber ich glaube, in der zweiten wird es durch das Tor, werden die jetzt ein bisschen auflegen. Was sagen Sie zum Gegner, eine Mannschaft, die den Raum sehr gut deckt und eng macht, und da wird es schwer, sich zu befreien? Das ist richtig, man hat auch deutlich gesehen, also sie versuchen wirklich das Spiel, also den Ball ruhig zu halten und wirklich mit 10 Mann hinten zu stehen, aber das Tor war jetzt wirklich gutes Wert. Eins muss man sagen, sie haben auch einen guten Riecher gehabt, der Zoran trägt ihre Nummer 10, die bringt offenbar Glück. Ja, ich glaube, der hat den 10er und das beflügelt ihn, aber ich muss echt sagen, ich hoffe, dass ich jetzt wahrscheinlich beim nächsten Spiel wieder den 10er kriege. So, dann haben wir noch etwas und zwar für die Zuschauer zu Hause. Muss ich da in meinem Bauchladen kramen. Und zwar hat die ORF Sportredaktion ein Video gemacht über Rapid, das Comeback in Grün-Weiß aus dem letzten Jahr. Da waren ja viele lustige Sachen dabei, ne? Ja gut, da ist uns einiges gelungen. Da glaube ich, waren wir sicher eine erfolgreiche Mannschaft und wahrscheinlich sogar die lustigste. Ich schaue da hinten drauf auf meinen Schmierzettel bei Libro und im ORF-Shop erhältlich, auch unter der Telefonnummer 27750, der Preis 299 Schilling. Ein bisschen Eigenwerbung werden wir auch machen. Ihre Wünsche für die zweite Hälfte, Didi? Ja, die Wünsche sind das ganz einfach, dass wir noch 1 oder 2 Tore schießen. Und wenn es schönste war natürlich, wenn der Zocke noch 1 oder gar 2 zu machen will. Okay, dann danke dem Dietmar Kübauer. So, aber auch ein Corner ist wieder eine große Möglichkeit. Stöger. Und 2:0. Und Ivanov, Trifon Ivanov, der Libero. Erzielt das 2:0. Wieder per Kopf, wieder nach einem Eckball. Diese hohen Flanken, die sind die gefährlichsten Aktionen der Hütteldorfer. Und da hat die Abwehr der Rumänen sicherlich ihre Achillesferse. 2:0 in der 60. Minute. Der Torschütze Ivanov. Vielleicht hat er nicht genau gewusst, wo er den Ball hinsetzt, aber er war im Tor. Schauen wir uns das Tor noch einmal an. Hier segelt der Ball über den Torhüter, der wieder nicht sehr glücklich aussieht. Ins Netz, Breda. Die Rumänen. Entsprechende Begeisterung jetzt bei den Rumänen und ja, der Trainer wird sich jetzt sicherlich gefragt haben, warum habe ich ihn nicht von Anfang an gebracht, hat da die Rapid-Abwehr überlistet mit diesem Heber. Sehr schönes Tor. Adrian Toada in der 65. Minute das 2:1. Gesehen, dass Michael Konsel zu weit vor dem Tor gestanden ist. Ausgelöst dieser Treffer allerdings durch die Aktion von Ivanov, die ein bisschen leichtsinnig war. Dieser Treffer für die Rumänen, ein wirklich attraktives Tor zum 2:1.
hat auf einen Elfmeter gespielt und einen Eckball bekommen. Aber diese Eckbälle, die haben ja schon zu zwei Toren geführt. Wer ist draußen? Wieder Stöger. Marasek. Attacke an Guki. Naja, berührt hat er ihn. War aber nicht leicht zu sehen für den Schiedsrichter. Der deutsche Legionär, er ersetzt Christian Stumpf. Janka hat im Pokal seine ersten Pflichtspieltore für Rapid erzielt, gegen Baumgarten. Für ihn ist sein erstes Europacup-Spiel vorzeitig zu Ende. Statistik bisher, während die Rapid-Viertelstunde hier eingeklatscht wird. Sie haben den strömenden Regen hier vergessen und sie wollen jetzt auch noch in dieser letzten Viertelstunde zumindest ein Rapid-Tor sehen. Guki. Gute Distanz bei diesen Bedingungen. Alles noch einmal zurückgepfiffen. Und jetzt kommt ein Wechsel noch, Batsch kommt für Pivanik. Nächster Anlauf zum Anlauf beim Freistoß. Barisic. Hat. Herab. Herab. Torhüter Breda. Nächste. Gleich die letzten 10 Minuten. Guter Schuss. Bisschen zu sehr in die Mitte des Tores. Na Flanke. Da warten 90 heiße Minuten auf Rapid in 14 Tagen im Rückspiel in Ploiești. Stöger! Und jetzt gibt es noch einen Elfmeter. Peter Stöger hat diesen Elfmeter herausgeholt. Wird hier zurückgehalten von der Nummer 2, von Chiriza. Den Ball nicht richtig unter Kontrolle gebracht. Ist da auch leicht gefallen. Er will es nicht glauben, dass es hier den Elfmeter gegeben hat. Rahita, der Libero und Kapitän. 90. Minute. Elfmeter für Rapid. Stöger ist leicht gefallen. Wurde aber in jedem Fall von dem Verteidiger gestoßen. Barisic.
Und das 3:1 für Rapid. Das zweite Tor von Zoran Barisic, der heute mit der Nummer 10, mit der Nummer von Dietmar Kübauer spielt. Und zwei Tore hat er jetzt zum 3:1 für Rapid beigesteuert. Und jetzt schaut die Situation für die Hütteldorfer vor dem Rückspiel natürlich wieder bedeutend freundlich aus. Er hat den Elfmeter rausgeholt, Peter Stöger. Zoran Barisic hat ihn ganz sicher verwandelt. Mehr als 46 Minuten vorbei. Rapid jetzt doch mit einer relativ beruhigenden Ausgangsbasis vor dem zweiten Spiel, das in 14 Tagen stattfindet. 3:1 für Rapid durch zwei Tore von Barisic, ein Kopfball in der 45. Minute und der Elfmeter in der 90. Minute. Also immer in den Schlussminuten der beiden Hälften hat Zoran Barisic zugeschlagen. Das dritte Tor für Rapid durch Ivanov, auch per Kopf. Die Schwächen der Rumänen bei hohen Flanken wurden da ausgenutzt. Toada hat das einzige Tor für Petrolul Ploiești erzielt. 3:1 also für Rapid und in 14 Tagen das Retourspiel. Rapid hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Ploiești geschaffen. Begeisterung hier bei den Fans und Peter Elstner hat den ersten Interviewpartner, Rapid-Trainer Ernst Dokupi. So, wir sind also jetzt auf Sendung und der Jubel hier gilt Ernst Dokupi, dem Rapid-Trainer. Herzliche Gratulation zu dem Sieg. Die letzte Minute war, glaube ich, für Sie der erfreulichste Anblick. Naja, es war das ganze Spiel eigentlich in Ordnung. Man kann gar nichts sagen. Ich wäre auch mit dem 2:1 zufrieden gewesen. Denn ich habe gerechnet mit dem zweiten Spiel. Auch wir sind jederzeit in der Lage, ein Tor zu schießen. Und jetzt haben wir Gott sei Dank das dritte gemacht. Das zwei Tore Vorsprung sind sehr gut. Das Auswärtstor hat Sie also nicht irritiert irgendwie? Nein, wir haben vorher gesagt, wir nehmen auch ein Tor in Kauf. Wir müssen welche schießen und das haben wir gemacht. Im Rückspiel steht der Didi Kübauer wieder zur Verfügung. Was rechnen Sie, was in 14 Tagen in Ploiești geschehen kann? Ja, es kann einiges geschehen. Ich glaube, wir werden aufsteigen. Sie sind Tabellenführer. Eine Frage noch. Jetzt kommt ja schon wieder das nächste Spiel. Last, glaube ich. Ihre Erwartungen dahingehend? Ja, das nächste Spiel im Moment, da ist das noch sehr weit weg. Wir werden erst einmal sehen, was wir Verletzungen haben. Aber mit diesem großartigen Publikum, glaube ich, werden wir auch zu Hause wieder gut spielen. Heute gibt es noch eine kleine Feier oder nichts. Sofort in die Heier. Das ist erst die Halbzeit. Das ist noch kein Aufstieg. Okay. Gratulation und danke für das Interview. Und wir verabschieden uns damit vom Hanapi-Stadion, von diesem 3:1 Erfolg von Rapid. Unsere nächsten Sendungen alle in ORF 1 um 20 Uhr, die aktuelle Kurzinformation. Und dann um 21.55 Uhr Fußball und Sport am Freitag, vielleicht schon mit Hugo Sanchez, der ja beim FC Linz unter Vertrag kommen soll. Auf Wiederschauen und noch einen angenehmen Abend. Aber wir schließen mit den Highlights dieses Spiels. Köpp mit 1:0 in Führung.